Pressekonferenz nach dem zweiten Spiel des FC St. Pauli gegen den FC Frankfurt, Endstand 1:1. Auf dem Podium begrüße ich Pressetrainer Günter Müllmann und unseren Trainer Ewald Bieden und bitte Herr Müllmann um sein Statement zum Spiel. Ja, schön. Ich denke, dass wir von unserer Seite in der ersten Halbzeit defensiv gut standen, gut gearbeitet haben, wenig zugelassen haben. Leider selbst auch da unsere Offensivaktionen nicht so durchziehen konnten, eine Chance, glaube ich, gehabt haben, aber ansonsten doch wenig Robustheit und wenig Durchsetzungsvermögen im Offensivbereich gezeigt haben. In der zweiten Halbzeit sind wir direkt in Rückstand geraten, zu dem Zeitpunkt sicherlich nicht zwingend. Danach hat St. Pauli doch druckvoll agiert und wir haben auch in einigen Situationen vielleicht ein bisschen Glück gehabt. Machen dann den Ausgleich und haben dann in der Endphase auch mit frischen Kräften es nicht geschafft, nochmal entscheidend dann nachzulegen. Das haben wir in den letzten Wochen besser gemacht. Da bin ich heute nicht ganz so mit einverstanden, vor allen Dingen, weil im Grunde die eingewechselten Spieler, die ja frisch waren, doch da auch einfach zu fehlerhaft und wenig Zielstrebigkeit gezeigt haben. Punkt ist unterm Strich okay, kann man nicht unbedingt im Vorfeld erwarten in unserer Situation und ist auch ein, ja, zählt ein weiteres Faktum dann halt für unser Ziel, die Klasse zu halten. Mit kleinen Schritten kommen wir auch zu Ziel. Schönen Dank. Hören wir, vielen Dank. Hören bitte deine Einschätzung zum Spiel. Ja, ich denke, dass wir sehr viel investiert haben in dieses Spiel, auch was die Defensivarbeit angeht. Das, was Benno bei seiner eigenen Mannschaft vermeldet hat, das haben wir in der ersten Halbzeit auch gesehen, dass wir nicht immer unsere Angriffe gut zu Ende gespielt haben und viele Ballverluste gehabt, die das sicherlich auch unserer defensiven Arbeit geschuldet war, dass wir sehr viel investieren mussten, um sie zu hindern am Fußballspielen. Und man hat schon da gesehen, dass der FSV halt im Moment sehr, sehr gut drauf ist. Und weiß ich, mal das in der Rückrunde, ich weiß nicht, ob es seit Januar ist, dass sie so gut dastehen. Aber das hat man heute gesehen. Und da mussten wir sehr viel investieren. Und haben sicherlich auch ein etwas anderes Spiel gehabt als jetzt in Braunschweig, wo wir wirklich kompakt bleiben konnten. Und heute mussten wir häufiger von hinten auch aufbauen und das Spiel machen. Und das ist dann nicht immer so gut ausgegangen. Zwei Halbzeit haben wir die Führung erzielt. So, und dann ist eigentlich, ja, ich sag mal, das war okay, was wir dann gemacht haben. Wir hatten dann, wie Benno schon sagte, sehr druckvoll agiert und hatten dann 3-4 gute Situationen, wo wir auch das 2:0 hätten erzielen können. Aber wir haben uns dann so ein bisschen auch in diese Euphorie reingesteigert. Das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, aber dadurch haben wir dann das Hin und Her. Frankfurt hat auch Räume gehabt und am Ende ein paar Freistöße in dieser Phase gehabt. Und am Ende kommt aus irgendeiner dieser Gegenangriff dann auch der Ausgleich, dass wir den, auch wenn wir den selbst mit vorbereitet haben. Aber das war von der Anlage her nicht nötig. Aber gut, ich meine, wir können ja nicht auf den Knopf drücken, die Halbzeit hat gerade angefangen, du führst 1:0, dann ziehst du dich nicht gleich zurück, um italienische Muster das zuzumachen. Aber es wäre sinnvoller gewesen, weil man gesehen hat, Frankfurt ist immer gefährlich, hat einen schnellen Außen und den jeweiligen Mittelstürmer immer Möglichkeiten. Und man dann leider diese Führung nur 12 Minuten verteidigen können. Wenn man das längere Zeit schaffen, dann kann man vielleicht eine andere Situation. Diese Zeit, diese Phase überstehen, wo wir selber offensiv sind, Räume geben und dann kein Gegentor kriegen, dann hätten wir uns wahrscheinlich ab der 60. nochmal wieder hinten reinstellen können oder wenn man ab der Mittellinie gut aufbauen. Das haben wir
nochmal nicht hingekriegt und so ging es dann hin und her, wenn wir in beide Richtungen ausgehen. Also, schade, aber es geht für uns weiter, wir haben gepunktet, auch wenn es noch einfach war und dann gehen zum nächsten Spiel. Okay, Jürgen, vielen Dank. Wenn es Fragen gibt, bitte kurz das Handzeichen. Nina Wilber, bitte. Warum haben Sie den armen Sebastian Mayer nicht ein bisschen eher erlöst heute? Erlösen von was? Er hat ein super Spiel gemacht. Er hat alles gegeben, er hat defensiv sehr gut gearbeitet, er hat nach vorne gute Aktionen gehabt, am Tor beteiligt. Und ja, an unserem Tor, nicht nur am Gegentor, an beiden Toren war beteiligt. Und zwar insofern, weil er jemand ist, der Konter sehr gut spielt, kann er diesen Ball gut, diesen Eingriff gut eingeleitet, hat einen guten, gefährlichen Pass gespielt, den er letzten Endes zu dieser Flanke geführt hat. Und zum Tor von Lenny T. Also, und er war auch weiterhin im Spiel drin. Also das hat mit Erlösen gar nichts zu tun. Im Übrigen sind wir eine Mannschaft. Und wenn wir ein Spiel nicht gewinnen, dann werden wir nicht irgendjemanden dafür verantwortlich machen, nur weil er jetzt mal den Ball den Gegner vor die Füße geköpft hat. Das ist in der ganzen Saison schon zigmal passiert. Es geht hier nicht um einzelne Spieler, sondern es geht um die Truppe. Und Fehler haben andere auch schon gemacht. Sebastian hat ein gutes Spiel für mich gemacht, Punkt. Und es geht für ihn auch weiter. Und er ist auf dem ordentlichen Weg nach vorne, auch läuferisch. In Braunschweig war er nach 60 Minuten schon platt, heute hätte er auch durchspielen können. Also, und so geht es dann auch weiter. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danke fürs Kommen, unser Gästen aus Frankfurt an der Heimreise. Wir packen alles gut für die Saison. Bei uns geht es morgen um 10 weiter und die Runde macht jetzt einen Anschluss.